Das ist Paul Wiekart. Und das ist auch Paul Wiekart. Und in Lüdenscheid hat die Familie schon immer Farbe im Blut gehabt. Nun gibt es eine Ausstellung des Lüdenscheider Malers in den Museen der Stadt Lüdenscheid, die noch bis zum 29.03.2020 zu sehen ist. Mein Name ist Paul-Henri Wiekart. Paul Wiekart war mein Ur-Urgroßonkel. Ich kenne die Bilder schon seitdem ich klein bin. Die hangen vorher immer bei Oma und Opa im Wohnzimmer und bei uns im Treppenhaus. Susanne Konzen ist mein Name und ich leite die Städtische Galerie hier in Lüdenscheid. Und wir zeigen wir hier Paul Wiekart. Seine Frau war Jüdin, Nelly, geborene Bär aus Köln, die er während des Studiums kennengelernt hat. Paul und Nelly haben sich das erste Mal kennengelernt bei einer Art Workshop zum Tieremalen. Und sie hatte Probleme, die Tiere zu malen, weil die immer wegliefen. Und dann ist er zu ihr hingegangen und hat gesagt, probier es doch erstmal mit langsamen Tieren, wie zum Beispiel die Schildkröte oder das Faultier. Wir zeigen seine Bilder, seine vielfältigen Bilder und vor allen Dingen zeigen wir einen Lüdenscheider Künstler, der Schüler von Paul Klee war. Die Familie Wiekart gibt es ja immer noch in Lüdenscheid. Und die haben immer noch mit Farbe zu tun, ein Malerbetrieb. Und das Erbe, sagen wir mal, das künstlerische Erbe von Paul Wiekart und auch seiner Frau Nelly, die Bildhauerin war, wird immer noch sehr geschätzt. Da wird sich drum gekümmert, sowohl hier in Lüdenscheid als auch in Berlin. Paul Wiekart hat immer unterschiedliche Sachen gemalt. Mal Sachen aus dem Alltag, mal mehr Personen. Und später wurde es dann immer abstrakter. Und ich finde, es ist sehr interessant, die anderen Bilder zu sehen, die jetzt nicht bei uns, bei Oma und Opa im Flur oder bei uns im Treppenhaus hängen. Sind alle sehr unterschiedlich. Es ist absolut spannend, was dieser Künstler während seines ereignisreichen Lebens an Kunst, an Gemälden vor allen Dingen, geschaffen hat. Gerade für Kinder und Jugendliche und alle Kunstinteressierten ist es hier sehr interessant. Man kriegt ein paar Inspirationen für den Kunstunterricht oder auch allgemein alle, die gerne malen. Und am 19.03. ist hier eine Kinderführung mit mir und der Frau Konzen. Da gehen wir dann einmal durch die gesamte Ausstellung. Da kann jeder kommen, Oma, Opa, Kinder und Jugendliche. Jeden zweiten Sonntag gibt es die Möglichkeit, diese Ausstellung zu besuchen in einem begleiteten Rundgang. Um 15 Uhr ist Beginn und die einzelnen Daten können Sie auf der Homepage der Stadt Lüdenscheid entnehmen. Dort ist immer angegeben, wann genau diese Führungen stattfinden. Wer einmal einen Teenager als Museumsführer erleben möchte, der sollte sich die Familienführung von Paul Wiekart nicht entgehen lassen. Die Ausstellung ist noch bis zum 29.03.2020 in den Museen der Stadt Lüdenscheid zu sehen. Alle Informationen gibt es natürlich auch auf der Homepage der Stadt Lüdenscheid.